Hi, hier ist Crook und in diesem Video zeige ich dir, wie du die schwere Teleporter-Gap auf Downhill meisterst. Es gibt zwei Varianten, wie du diese Gap landen kannst. Ich werde dir beide Varianten zeigen und gebe dir Tipps, an welchen Stellen du auf was achten musst. Auch wenn die Cheesy-Variante etwas einfacher ist, war für mich der legitime Weg schneller. Daher schau einfach, welche Variante am besten zu deinem Fahr- und Skillset passt, damit du weißt, welchen Weg du am besten nimmst. Sobald es hochgeladen ist, findest du in der Videobeschreibung und rechts oben in der Infokarte auch einen Link dazu, wo du alle Gaps für die Komm-Hin-Ziele findest. Like das Video, wenn es dir gefällt und abonniere meinen Kanal, wenn du Bock auf mehr Gaming-Content und Tony Hawk Guides hast. Wenn du Fragen oder irgendwelche Anregungen hast, schreib sie einfach unten in die Kommentare. Aber nun fangen wir an, wie du die Gap-Herausforderung Teleporter was am besten meisterst. Ich werde dir erst kurz den normalen Run zeigen und gehe danach die einzelnen Abschnitte durch, damit du weißt, an welchen Stellen du auf was achten musst. Die nötigen Gaps, die du dafür landen musst, sind die Halfpipe am Hang, die andere Halfpipe am Hang und dieser weite Sprung hier über mindestens 50 Fuß. Um diese Gaps regulär zu kombinieren, musst du am Ende des Levels mit einem Sprung wieder zum Anfang des Levels springen und dabei deine Kombi halten. Durch die steigende Sensitivität deiner Rail- und Manual-Balance wird das natürlich immer schwerer. Aber mit Zielstrebigkeit und steigenden Mordgedanken funktioniert das schon irgendwann. Ich denke, der reguläre Weg ist die zweitschwerste schwere Gap, die es in Tony Hawk's Pro Skater 1 gibt. Setze deine Geschwindigkeitsstats auf 6 oder 7 runter. Das hilft dir dabei, deine Manual besser zu kontrollieren. Zieh mit dem Manual auf dieser Schräge direkt schon etwas mittig, damit das Zielen auf die nächste Rampe einfacher ist. Achte beim Absprung darauf, möglichst mittig zu sein und wo sich deine Manual-Balance-Leiste befindet. Durch die reduzierte Geschwindigkeit kommst du hier gut auf, um den Manual wieder gut zu landen. Halte zur Manual-Balancierung die Tasten nach oben und unten nicht gedrückt, sondern tippe sie lediglich an. Ein kleiner Tipp, solltest du zu schräg oben aufkommen, kannst du auch grinden und mit der R2-Taste einen Transfer machen. Dabei musst du aber sehr schnell wieder in den Manual gehen, damit du weiterhin in der Kombi bleibst. Von der linken Seite klappt es ganz gut, von der rechten habe ich es nur einmal geschafft. Die Manual-Balance mit steigender Nutzung in der Kombination auch immer sensibler wird, nutze ich hier den Sprung oben drüber, um ein bisschen Manual-Zeit zu sparen. Achtet bei dem Grind hier auf die kleine Lücke. Landet im Manual und macht einen Flip-Trick und sofort auch wieder einen Manual, damit ihr im Ziel die Kombi weitermachen könnt. Springt direkt noch einmal ab, um euch Manual-Regulierzeit zu sparen. Wenn ihr seht, dass eure Manual-Anzeige zu weit in eine Richtung ausschlägt, dann macht einfach einen Sprung und landet in einem Manual, der beim zweiten Tastendruck in die andere Richtung geht. Achtet bei der Rail darauf, etwas schräg abzuspringen, damit ihr nicht gegen die Wand fahrt. Für mich ist der Weg über die rechte Seite hier einfacher, weil ich auf der linken Seite einfach immer an irgendwelchen kleinen Kanten hängen geblieben bin. Bei Ladung Glück hat es mich hier nicht hingelegt und ich konnte hoch zum Grind springen. Achtet darauf, eure Kombi war sehr lang, das heißt auch der Grind oben ist relativ sensibel. Und achtet auch darauf, den Grind so lange zu halten, bis die Gap auch unten wirklich dasteht. Auch für die zweite Variante zeige ich dir erst kurz den Durchlauf und erkläre dir danach, an welchen Stellen du auf was achten musst. Wie du sehen kannst, beginnen wir für diese Technik von der unteren Seite und machen dann direkt einen Wechsel auf die andere Seite der Pipe, um beide Gaps direkt zu erfüllen. Von hier aus ist es dann nur noch der Sprung nach oben und im Manual landen mit dem Absprung über 50 Fuß. Obwohl diese Variante deutlich einfacher ist, habe ich für sie einfach länger gebraucht als für den regulären Weg. Auch für diese Variante würde ich dir empfehlen, deine Geschwindigkeitsstats auf 6 oder 7 runterzusetzen. Das hilft dir dabei, deine Manual-Kontrolle zu verbessern und den Sprung auf die letzte Rampe besser zu landen. Wir beginnen von unten kommend mit der linken Rail. Die könnt ihr von unten aber nicht direkt grinden, sondern müsst davor abspringen. Springt also ab und spammt dann einfach die Dreiecktaste, bis ihr seht, dass ihr im Grind seid. Und fahrt ruhig ein bisschen weiter von links an, damit ihr einen besseren Winkel auf die Rail habt. Es ist nötig, weil ihr den Grind möglichst hinten anfangen müsst, damit es auch zählt, bis ihr nach oben kommt. Macht dann einfach ein paar Sprünge auf der Rail, um die nötige Distanz für die Gap zu erreichen. Sobald ihr die Gap unten stehen seht, macht ihr einen Sprung nach rechts weg. Achtet dabei darauf, nicht zu schräg zu landen, damit ihr im Manual nicht direkt auf den Boden fallt. Von dort aus springt ihr auf die gegenüberliegende Seite und könnt euch mit Hilfe des Wallrides noch richtig auf der Rail positionieren. Grindet hier nun so lang, bis ihr die Gap unten stehen seht und springt mit einem Flip nach vorne, um noch etwas Schwung zu erhalten. Zieht mit dem Manual dann direkt schon mittig, damit ihr eine bessere Position für den nächsten Absprung habt. Achtet darauf, nicht zu früh abzuspringen. Durch die reduzierte Geschwindigkeit sollte man hier gut landen können. Der Manual schwingt dabei stark aus. Achtet einfach darauf, dass ihr zum Balanceausgleich
die Manual-Tasten nur antippt, statt festzuhalten. Solltet ihr mal zu weit auf die Seite kommen, könnt ihr auch grinden und dann mit einem R2-Transfer und einem Manual die Combo weiterhin halten. Auf der linken Seite funktioniert das ganz gut. Auf der rechten Seite müsstet ihr mit L2 und einem Manual die Kombi fortsetzen, aber das hat bei mir nur einmal geklappt. Für den letzten Absprung musst du keine Tricks machen, du musst nur darauf achten, dass du die 50 Fuß erreichst und dann sicher landen kannst. So, damit sind wir am Ende des Videos. Wenn es dir gefallen hat oder geholfen hat, dann lass mir doch ein Like da. Hier im Abspann und in der Videobeschreibung findest du Links zu anderen Guides zu Tony Hawk von mir. Außerdem kannst du sehen, warum diese Gap einen langsam in den Wahnsinn treiben kann. Auf jeden Fall danke fürs Anschauen, bis nächstes Mal, ciao!